Also, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, soziale Isolation und Einsamkeit, das hat die Kollegin Oellers eben angesprochen, nehmen zu in Nordrhein-Westfalen. Fast 20% sind hier im Land betroffen. Das ist eine hohe Anzahl. Und wir wissen ja alle spätestens seit der Corona-Pandemie, wie wichtig persönliche Kontakte, der persönliche Austausch für jeden Einzelnen sind und wie sehr es Menschen schaden kann, wenn er nicht vorhanden ist. Dabei ist Einsamkeit eben nichts Gefühliges irgendwie, wenn man sagt, warum redet ihr denn über Einsamkeit? Sondern es geht um Gesundheit oder Nichtgesundsein. Es geht um die Frage Depressionen. Es geht um Stressphänomene. Bei einsamen Menschen werden deutlich höhere Entzündungsphänomene im Körper festgestellt. Es geht natürlich auch um Suizidtendenzen, wo entsprechend dagegen gehalten werden soll. Das alles wollen wir ändern und deswegen gab es in der letzten Legislaturperiode eine sehr aktive, eine sehr erfolgreiche Enquete-Kommission mit einer großen Fülle an Handlungsempfehlungen, 65 entsprechende Expertenratschläge und die wollen wir entsprechend jetzt umsetzen. Es geht darum, Öffentlichkeit zu schaffen. Alleine das Schaffen von Öffentlichkeit und das Reden über dieses Thema ist ein großer Schritt und hilft auch Menschen. Dabei wollen wir nicht stehen bleiben, aber alleine, dass der Landtag in Nordrhein-Westfalen über das Thema Einsamkeit spricht und dass unser Ministerpräsident dieses Thema immer wieder in relevanten großen Reden adressiert, ist ein großer Schritt, um Menschen zu signalisieren, du oder ihr seid nicht alleine und es ist völlig okay, das zum Thema zu machen, im Freundeskreis, in der Familie, zum Arzt zu gehen, sich beraten zu lassen. Allein das ist der erste große Schritt, um überhaupt in der Stelle voranzukommen, sehr geehrte Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass die Landesregierung mit der Stabsstelle Einsamkeit in der Staatskanzlei den ersten Schritt getan hat, diese einzurichten. Wir wollen einen landesweiten Aktionsplan gegen Einsamkeit erstellen, mit konkreten Schritten. Und die entsprechenden 65 Handlungsempfehlungen werden uns hier weiterhelfen. Wir wollen eine Studie in Auftrag geben zu der Frage Anstieg von Einsamkeit gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und das war für mich mit eigentlich die spannendste Stelle der Enquete-Kommission. Wenn man gesagt hätte, ältere Menschen sind von Einsamkeit betroffen, da würden sicherlich fast alle oder alle zustimmen. Das ist aber in der Übergangsphase von Schule zu Ausbildung und Studium fast genauso starke psychische Phänomene gibt, Menschen, die dann Therapie aufsuchen, die sich medikamentös behandeln lassen, die sich einsam fühlen. Das war das spannende Ergebnis dieser Enquete-Kommission und wir wollen mit einer tiefen Studie, die jetzt genau darauf eingeht, was sind eigentlich die Gründe dieser schlimmen Situation von Jugendlichen und jungen Menschen. Damit wollen wir reagieren, um genau zu wissen, wie kann man hier entsprechend agieren und das soll entsprechend mit natürlich Fachexpertise erstellt werden und ich glaube, es wird eine sehr wichtige Studie sein. An die Kolleginnen und Kollegen der SPD gerichtet. Es gab ja eine Pressekonferenz in der vorletzten Woche, wo die SPD der Landesregierung Untätigkeit vorgeworfen hat. Ich war nun lange genug selber in der Opposition. Ich kenne auch das Hin und Her. Man muss natürlich auch, und das ist ja die Aufgabe auch der Opposition, Themen zu setzen. Aber das große Plus dieser Enquete-Kommission war eine absolut gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Bei der SPD mit Josef Neumann, der da wirklich sehr viel Herzblut und sehr viel Zeit investiert hat. Und ich würde mir wünschen, natürlich ist es total legitim, auf Mängel und Defizite hinzuweisen. Das ist ja, wie gesagt, die Aufgabe, logischerweise. Aber ich würde mir wünschen, dass es da an der Stelle nicht zu Parteienstreit kommt. Das Thema ist viel zu wichtig, als dass es hier zu einem Hin und Her zwischen Opposition und Regierung kommen sollte. Wir haben diese 65 Handlungsempfehlungen gemeinsam verabschiedet. Und die große Aufgabe für diese Legislaturperiode nach der Enquete-Kommission ist, das entsprechend umzusetzen. Und die SPD ist herzlich eingeladen, natürlich die anderen Fraktionen auch, daran mitzuwirken. Lieber Herr Kollege Kloch, eine Zwischenfrage von der Kollegin Kapteinert. Ja, selbstverständlich, klar. Ja, dann legen wir los. Bitte. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Geht auch ganz schnell. Zum einen, warum hat es dann keine Überweisung gegeben, damit wir das gemeinsam weiter fortführen können, was gerade angesprochen wurde? Ja, vielen Dank. Unser Ziel ist, dass wir genau dieses Thema im federführenden Ausschuss regelmäßig mindestens einmal im Jahr aufrufen, also die ersten Schritte sind ja in diesem Antrag skizziert. Die Konferenz ist angesprochen, das entsprechende Ehrenamtsprogramm ist angesprochen worden von Kollegin Oellers eben gerade, 2000 mal 1000. Es ist entsprechend die Studie
in dem Antrag drin, also die Jugendlichenstudie, die jetzt in Auftrag, das sind erstmal 5 Punkte, die wir auf den Weg bringen wollen und die wir auch auf den Weg bringen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Und wir werden das ganze Thema sukzessive im federführenden Ausschuss und sicherlich auch im Plenum regelmäßig wieder aufrufen, um hier miteinander und natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD und der SPD und der FDP-Fraktion entsprechend Bilanz zu ziehen und zu gucken, wie kommen wir an der Stelle weiter. So, wir wollen heute mit diesem Antrag hier ein wichtiges Signal setzen und wir wollen den auch entsprechend abstimmen, jetzt nicht erstmal in Ausschüsse überweisen. Die Enquete-Kommission hat im letzten Frühjahr geendet und das ist jetzt ein Jahr her. Und jetzt wollen wir heute den Aufschlag machen für die zentrale, wichtige Arbeit der Landesregierung und der koalitionstragenden Fraktionen. Und da sind 5 zentrale Punkte aufgeführt. Und lassen Sie uns doch die Arbeit entsprechend machen an der Stelle. Ich sehe, meine Zeit ist entsprechend um. Aber es liegt noch eine weitere Zwischenfrage vor. Dann lasse ich die natürlich auch zu. Das habe ich mir gedacht. Herr Klute. Vielen Dank, geschätzter Herr Kollege Glocke. Vielleicht habe ich gerade nicht richtig zugehört, dann wiederholen Sie es bitte noch einmal. Wenn doch das Ziel ist, das Thema immer wieder in den Ausschuss oder vielleicht auch in die Ausschüsse zu bringen, weil ja eigentlich mehrere Ausschüsse betroffen sind, warum haben wir dann hier eine direkte Abstimmung und keine Überweisung in den Ausschuss, wenn uns doch allen an fraktionsübergreifender Arbeit, Zusammenarbeit an der Stelle so gelegen ist? Ich möchte es gerne noch mal hören, warum haben wir es dann jetzt nicht überwiesen, wo es doch gerade von Ihnen gesagt wurde, das Ziel ist es, in den Ausschuss zu bringen? Lieber Anklocke, bitte. Ja, gerne. Herr Kollege Klute, das habe ich eben ausgeführt. Wir haben 5, doch, ja, also ob Sie da jetzt mit einverstanden sind, was ich Ihnen antworte oder nicht, das ist Ihnen überlassen, aber ich habe Ihnen auf Ihre, also die Frage von Frau Kapteinert hat eben geantwortet und ich antworte auch Ihnen entsprechend. Wir haben eine klare, konkrete Zusammenstellung, was wir konkret vorhaben. Und das wollen wir heute mit den Stimmen der koalitionstragenden Fraktionen verabschieden und entsprechend auf den Weg bringen. Dass uns das Thema entsprechend erhalten bleibt, dass wir das regelmäßig wieder aufrufen wollen, das ist uns doch allen klar. Das ist heute ein Startschuss, aber wir wollen jetzt nicht über Wochen und Monate hinweg erstmal entsprechend Dinge diskutieren, sondern heute soll der Startschuss gesetzt werden, genau für die 5 Punkte, für die 5 Punkte, ja, das mag Ihnen nicht gefallen, so ist Politik halt manchmal, aber wir haben uns das entsprechend vorgenommen und wir werden dieses Thema hier regelmäßig weiter aufrufen und Sie werden, es ist ja auch der SPD ungenommen, zur nächsten Plenarwoche oder übernächsten entsprechenden eigenen Antrag an der Stelle vorzulegen und den können wir auch durch alle Ausschüsse entsprechend ziehen. Wir haben ein anderes Ziel und deswegen haben wir das an der Stelle entsprechend vorgelegt. Für uns ist wichtig, öffentliches Sprechen, öffentliche Signale geben, Veranstaltungen, entsprechend Maßnahmenprogramme, genau wie das im Antrag aufgeführt ist. Das Signal soll heute hier im Plenum ausgehen als entsprechender Startschuss. Ich bin sicher, dass es in der Öffentlichkeit so auch aufgenommen wird. Wir werden zum Thema Einsamkeit handeln und wir bitten Sie und wir würden uns sehr wünschen, wenn Sie das entsprechend unterstützen würden, aktiv. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.